Bei mir sind es die schottischen Käsenudeln à la Jochen und nicht etwa à la Ben. So, das Problem ist, für richtige schottische Käsenudeln à la Jochen bräuchte man jetzt schottischen Käse, hab ich nicht, hab nur irischen, und mindestens noch eine Zwiebel, habe ich auch nicht, weil habe ich vergessen. Es müsste auch eigentlich rein theoretisch, wenn es ganz korrekt sein sollte, eine schottische Zwiebel sein. So, deswegen muss ich halt mit dem auskommen, was da ist. Kann man eigentlich auf der Kamera erkennen? Oh ja, man kann es so ein bisschen sehen. Ah, da jetzt. Das ist mein Miniaturkernreaktor, dieses Grüne, was da in meiner Hand leuchtet. Wenn es dunkel genug ist, sieht man das Ding wirklich hervorragend. Bei Tageslicht sieht es überhaupt nicht so aus, als würde das in irgendeiner Form leuchten. Es ist aber so gut. Jedenfalls brauchen wir einen Topf. Dann brauchen wir Nudeln und dann brauchen wir Wasser im Topf, um die Nudeln zu kochen. So, das ist so unspektakulär, da muss ich jetzt ganz bestimmt nicht mit der Kamera drauf halten. Ich habe zu diesem Zweck mal ein wenig Wasser mitgeschleppt. Gibt's hier aber auch, wusste ich halt nur vorher nicht. Ne? Hinterher ist man immer schlauer. So, und das muss natürlich jetzt kochen. Kocher der Wahl ist heute wieder der Trangia, wie meistens. Und den muss ich jetzt erstmal finden und befüllen. Und da kann ich jetzt, glaube ich, mal einen kleinen Schnitt setzen, weil das braucht man nicht alles zeigen. Dann habe ich jetzt inzwischen hier mal mein Lämpchen angemacht, damit ich besser sehen kann, wo ich hinkoche. Folgendes: Wenn Trangia brennt, dann Topf mit Wasser draufstellen. Und normalerweise hat der Ben selten einen Deckel, weil er meistens was kocht, was er umrühren muss. In diesem Fall jetzt nicht. Und dann macht ein Deckel absolut Sinn, wenn man nämlich nichts umrühren muss. Das ist so ein Deckel echt eine richtig tolle Sache. Dann kocht der Inhalt vom Topf nämlich ganz erheblich schneller. Und kochendes Wasser, das ist schon was Feines, wenn man Nudeln kochen will. Ne? Also erst kochendes Wasser, dann Nudeln rein. So, und jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht. Irgendwas geht ja immer schief, ist in diesem Fall allerdings nicht dramatisch. Nämlich, meine Nudeln hier, habe ich vergessen nachzugucken, wie lange die eigentlich kochen müssen. Ich hätte sie ja schon ganz gerne in so einem einigermaßen dem Italiener gerecht werdenden Zustand. Aber man kann ja nicht alles haben. So, was braucht man denn jetzt noch, was hier drin ist? Ja, ich könnte mal nebenher meine Buschbox zusammensetzen, früher oder später brauche ich die sowieso. Und das mache ich jetzt erstmal und dann schmeiße ich da vielleicht noch was Brennbares rein, damit ich noch ein bisschen mehr Licht habe. Und dann wird der Käse geschnibbelt. Normalerweise würden dann erst die Zwiebeln geschnibbelt und die Zwiebeln würden dann im Topfdeckel angebrutzelt werden. Aber mangels Zwiebeln hat sich das alles schon erledigt. Das Leben ist hart. Oh ja, gut, ich weiß nicht, ob das viel heller aussieht. Ein bisschen vielleicht. Also theoretisch ist mehr Licht vorhanden. Ne? Weil es brennt hier der Spirituskocher, es brennt eine Zunderlocke, es brennt die Fackel. Sieht gemütlich aus, ne? Und ich glaube, das dürfte jetzt mal angucken, anstatt mich. Das ist irgendwie vielleicht interessanter. Beziehungsweise machen wir das so. So ist, glaube ich, ganz gut, weil dann kann ich auch gleich hier mal zeigen, wie ich hantiere mit meinem schönen Kochsystem hier. Also Geschirrsystem. Und da ist nun drin eine Vespa-Brettle zum Schnibble und zum Nudeln abgießen, sehr praktisch. Und dieser Spork hier, auch sehr praktisch. Und dieser inzwischen nicht mehr leere Gewürzstreuer, in dem sich befinden Kräuter der Provence, Salz und Pfeffer, das sind auch so die drei Mindestzutaten, die wir brauchen für unsere Nudeln à la Jochen, schottische Käse-Nudeln,
vom Pasta della Formage oder so ähnlich. Nein? Irgendwann lerne ich mal 3 oder 4 Wörter Französisch. Irgendwann. So, hier Schüssel, da Falltasse, da kleine Falltasse. Brauchen wir jetzt beides erstmal nicht. Was wir jetzt brauchen, ist Schneidebrettchen und wir brauchen ein Messer. Wo ist es? Wo habe ich meinen Käse? Ach, da liegt er. Das muss dem Dummen auch gesagt werden. Nein, da liegt er auch nicht. Dann brauchen wir doch noch Licht. Aha, Käse war unter Rucksack gerutscht. So, und jetzt müsst ihr wissen, beim Käse handelt es sich um irischer Hartkäse aus irischer pasteurisierter Weidemilch hergestellt, typischerweise 6 Monate gereift. Ja, also irischer Cheddar halt, ne? Weil Cheddar war der Käse, den wir in Schottland immer relativ gut überall gekriegt haben und deswegen haben wir, oder Leicester, Red Leicester, den haben wir auch gern genommen, meistens beides, war halt das, was dann verwendet wurde zu den Käsenudeln. Und dann haben wir meistens auch am Block gekriegt und deswegen habe ich den jetzt hier auch am Block, auch wenn man ihn bei uns natürlich auch gerieben bekommt, das ist natürlich viel einfacher, aber es soll ja nicht einfach sein, sondern authentisch. Und jetzt müssen wir Käse kleinschneiden in Stücken. Und die machen wir dann im Gefäß. Es kommt gerade wieder ein wenig mehr Wind auf, offensichtlich. Naja, das ist gar nicht so schlecht, dann ersticke ich hier schon nicht wegen Kohlenmonoxid. Ne? Gibt Schlimmeres also. Und während Ben jetzt versucht, Käse klein zu schneiden, machen wir einen Schnitt. Damals in Schottland war übrigens das große Problem beim Käseschnibbeln, dass die Leute, die fürs Käseschnibbeln zuständig waren, den Käse immer aufgefressen haben, anstatt ihn zu schnibbeln. Ne? Also sprich, pro Stück Käse ins Töpfchen, eins ins Kröpfchen. Ne? Also so ungefähr. Njam, njam, njam. Mhm. So war das damals. Sollte man vielleicht nach dem Wasser gucken. Möglicherweise tut sich da schon was. So kalt ist es ja nun auch nicht. Ja, beinahe, ne? Gibt aber noch ein bisschen Salz rein. Wo habe ich's? Wo habe ich's? Hier habe ich's. Vielleicht habe ich ein klein wenig zu wenig Salz. Da ich es ja zum Würzen und zum Wasserkochen brauch, na dann machen wir mal jetzt nicht allzu viel rein. Die Stückchen sollten schon einigermaßen klein sein, das schmilzt sonst nicht richtig. Insbesondere wenn man einen relativ harten Käse wie so ein Cheddar nimmt. Und das soll schon einigermaßen schmelzen. Man kann den Schmelzprozess, wenn man mag, noch mit ein wenig Öl unterstützen, weil Käse schmilzt sich in Öl ganz gut. Und die Nudeln sind per se dann zwar nachher heiß, aber eben nicht fettig. Und ein bisschen Öl ist natürlich auch aus kalorientechnischen Gründen durchaus was, was draußen ganz angenehm sein kann, wenn man das dann eben entsprechend dabei hat und mag. Das ist der Haken, wenn man im Schneidersitz sitzt, dann ist dann in der Mitte ein Loch, wo Zeug reinfallen kann. Okay. Und das ist geschnibbelt. Jetzt gucken wir mal in den Topf. Ah! Okay, kocht. Ich würde euch das ja gerne noch ein bisschen besser zeigen. Da muss ich die Kamera erst noch ein bisschen besser einstellen. So, jetzt. Also, man kann sehen, offensichtlich kocht's. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viele Nudeln dabei. Jetzt kippe ich mal rein, was reingeht. Na, haben doch alle reingepasst. Ist zwar jetzt ein kleines bisschen viel Wasser vielleicht, also im Sinne von drüber kochen. Ah.
Doof darf man sein. Man muss ihn nur zu helfen wissen. So. Ja, gucken wir mal. Wenn es drüber kocht, kocht es halt drüber. Geht die Welt auch nicht unter. Ist ja nur Waldküche. Ich stelle jedenfalls fest, wenn man diesen Topf hier in Verbindung mit dem Spiritus-Topfkreuz benutzt, dann ist die Flamme zwar wirklich gut am Topf und kochen tut das prima. Das Problem ist nur, man kann den Topf nicht anfassen, weil die Flammen ständig am Griff züngeln. Eigentlich ist das ja so ein Griff, der extra mit so einem speziellen Gummi behandelt wurde oder was für ein Material auch immer das sein mag, keine Ahnung. Dass der halt eben nicht heiß wird. Gut, aber dafür habe ich eine Lösung. Nämlich, wo sind sie? Ja. Meine Kampfhandschuhe. Damit kann man nämlich nicht nur kämpfen, sondern auch heiße Töpfe anfassen. Also bis zu einem gewissen Grad. Ich wäre ja wirklich positiv überrascht, wenn ein Trangia voll an Spiritus hier schon reicht, um diese Nudelchen aufzukochen. Da wäre ich wirklich sehr positiv überrascht. Und wenn man vom Teufel spricht, dann geht der Trangia aus. Das war's nämlich. Na, wir müssen ja schon noch ein Weilchen kochen und ich habe genug Spiritus dabei. Also kippen wir mal großzügig rein. Liebe Kinder, Bens Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten bitte nicht nachmachen. Seid da immer ganz vorsichtig, wartet am besten noch, bis der Trangia sich ausgekühlt hat, bevor ihr neuen Spiritus reinkippt und dann könnt ihr den erst wieder anzünden. Ne? Und wenn ihr nicht ganz so viel in der Bett dran gekleckert habt wie der Ben, dann seid ihr ganz toll. Also macht das dem Ben bloß nicht nach. Ne, also jetzt mal im Ernst. Es macht schon Sinn, sich da vernünftig zu verhalten im Umgang mit brennbaren Substanzen, gerade wie Spiritus oder sonst was. Ich empfehle auch wirklich das Tragen von einem relativ feuerbeständigen Handschuh, damit man sich dann entsprechend nicht verletzt. Warum mache ich das jetzt trotzdem auf diese etwas altmodische Art und Weise, sage ich jetzt einfach mal, weil hier ist alles nass, weil es hat ständig geregnet. Und damit ist es so ziemlich unmöglich, hier gerade irgendwie nennenswert irgendwas anzuzünden. Außer Sachen, die ich mitgebracht habe. Da muss man sich also wirklich keine allzu großen Sorgen machen. So, machen wir nochmal ein bisschen den Deckel drauf. Dann geht's flotter. Oh, cool. Die sind ja schon fertig. Fehlt natürlich noch Salz, aber das gebe ich dann später dran. Noch ganz kurz. Und dann kann ich zum Abgießen mein Abgießsieb hier mal versuchen zu verwenden. Mal gucken, inwiefern das klappt. Bin ich selber mal gespannt. Achso, da seht ihr ja gar nichts. Jetzt seht ihr was. Jetzt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob das dann funktioniert, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Der Griff ist halt immer noch arg heiß. Ja, aber im Grunde klappt's. Warte mal noch kurz. Den Trangia lasse ich ausbrennen. Das ist immer am sichersten. Obwohl, ach, was soll's. Ups. Gut, so habe ich den Löschdeckel dabei. Und so viel Spiritus habe ich jetzt auch wieder nicht dabei. Na? Zack. Schlussis. Ja. Jetzt kann man das auch besser anfassen. Na? Immer noch ein bisschen heiß. Also so dick sind meine Kampfhandschuhe jetzt nun auch wieder nicht, ne?
So, die Mehrheit ist raus. Mehr muss auch nicht, weil jetzt kommt da der Käse rein. Jetzt hat. So. Man füge also den Käse hinzu. Jetzt ist der Topf natürlich ein bisschen klein, aber das muss trotzdem gehen. Okay, ich mache ein bisschen was raus. Wenn nämlich jetzt der Käse in die Tiefen der Nudeln gestopft wird, dann schmilzt der auch. Man kann das jetzt natürlich auch nochmal anschmeißen, den Trangia. Na toll, und da geht die Hälfte schon daneben, das war ja zu erwarten. Besser ist es, wenn der Topf nicht so scheiße voll ist. So, und die Hoffnung besteht jetzt darin, dass jetzt der Käse einigermaßen schmilzt und sich dann so einigermaßen mit den Nudeln verbindet und dass das dann so eine schöne Schlonze gibt. Kennt ihr das Wort Schlonze? So, Deckel drauf. Und jetzt warten wir mal ein bisschen. Könnten wir eigentlich den Trangia sogar noch mal anwerfen, das Ganze dann halt da noch mal ein bisschen eben drauf stellen. So, das hat ganz gut geklappt mit dem unteren Käse, der ist schon jetzt ganz gut geschmolzen und klebt da jetzt zwischen den Nudeln. Der obere Käse halt noch nicht. Ich habe halt viel Hunger und wenig Topf, das ist so mein Hauptproblem gerade. Ne? So ein Ben, der braucht schon Futter. Wobei ganz ehrlich, so viel hätte ich nie machen brauchen, aber trotzdem. Wenn man jetzt genug Platz im Topf hat, kann man jetzt auch anfangen, das Zeug schon zu würzen. Und denkt euch bitte da wirklich noch die Zwiebeln dazu. Das ist wichtig. Eigentlich. Würzen habe ich ja schon gesagt. Pfeffer, Salz, Kräuter der Provence. Ein bisschen Paprika kann man auch noch dran machen. Zugabe von Öl ist dann oft nicht erforderlich. Je nachdem, was für einen Käse man nimmt, ist das schon dann eine durchaus recht fettige Angelegenheit. Und wenn noch ein bisschen Wasser an den Nudeln ist, dann schadet das auch nichts. Das verhindert dann, dass das Ganze allzu schnell anbrennt. Das soll so richtig schön zusammenkleben und so eine richtig schön feste Sache soll das geben. Das ist also durchaus beabsichtigt. Steht so im Rezept, das nicht existiert. Ich soll es mal aufschreiben, dann existiert auch ein Rezept. Und dann kann ich reinschreiben, dass das genau so richtig schön zusammenkleben muss, so als ein Klumpen aus Nudeln und Käse. Und Zwiebeln, die fehlen. Fein, fein, fein. Schmeckt auch zum Frühstück noch, wenn mir das jetzt wirklich zu viel ist. War ein Raclette, wollte ich mir auch noch machen. Salz. Viel Salz. Ist zwar nicht gesund, aber schön. Gesund ist egal, wir sind im Wald. Kräuter der Provence. Ganz viel Kräuter der Provence. Kommt da kaum was raus. So ein Scheiß. Naja, gut. Dieser ansonsten wirklich tolle Gewürzstreuer ist für Kräuter. Ja, es geht, wenn man die in kleinen Mengen reinkippen möchte. Wenn man sie nicht in kleinen Mengen reinkippen möchte, ein bisschen umständlich. Pfeffer. Ah, jetzt duftet's. Ruhig von allem viel. So, ich rühre mal wieder. Ah, jetzt kann man auch schon richtig hören, wie das brutzelt. Ah. Ah. Hat gefühlte 8000 Kalorien pro 100 Gramm. Genau das Richtige.
Mir fällt gerade ein, ich kann beim Würzen viel Zeit sparen, wenn ich den Gewürzstreuer einfach mal bei allen drei Öffnungen aufmache. Ha! Genial! Vorsichtig sein muss man da mit Kochern, die so richtig viel Power haben, so Benzinkocher und so ein Kram. Da brennt das dann wirklich sauschnell an. Also im Grunde kann man das jetzt essen. Im Prinzip. Und das mache ich jetzt auch. So, Schüssel. Obwohl eigentlich wollte ich folgende Schüssel nehmen. Die hier. Da ist dann wenigstens Platz. So. Und noch ein bisschen was von unten, da ist nicht so viel Käse dran. Das kann man dann ganz gut miteinander. Das würze ich mir jetzt natürlich noch schön. Und der Rest, der bleibt erstmal im Topf und dann machen wir den Deckel drauf, damit er nicht ganz so schnell auskühlt. Ist ja auch so ein Problem bei Outdoor-Futter, das bleibt einfach nicht lange warm, das muss man dann schnell essen. Und wenn man dann noch ewig Gewürz drauf kippen muss, ist das auch nicht zielführend. Naja. Und 5 Minuten später bin ich dann auch fertig mit Kräuter der Provence streuen. Nam nam nam. Einfach nur toll. Das schmeckt im Prinzip so ähnlich wie Käsespätzle, ist ja klar. Nur halt nicht mit Spätzle, sondern mit Nudeln. Und man kann sich das so ganz gut draußen zubereiten. Und Nudeln kriegt man halt anders als Spätzle, auch im Ausland. Ich finde mal Spätzle in Großbritannien. Klar, man kann Spätzle natürlich in jedem Land selber scheren. Vom Brett kratzen. Ich habe ja jetzt auch ein Brettchen. Ne? Wäre eigentlich auch mal ein Projekt. Hat mein Namensvetter schon mal Spätzle geschert? Weiß ich gar nicht. Falls das jemand weiß, kann das ja gerne in die Kommentare schreiben. Das würde ich gerne mal sehen, wie man das Outdoor macht. Mir persönlich natürlich generell etwas viel Aufwand, aber mal so einmal. Oder mal mit Gruppe, wenn man die Zeit hat. Lecker. Das ist ein einfaches, aber feines Essen. Da gibt es wirklich nichts gegen auszusetzen. Man muss es halt gut würzen. Ein bisschen scharfes Zeug kann man auch dran machen, aber das beißt sich zum Teil mit dem Käse. Ja, ich esse jetzt erstmal. Oh, das war lecker. Habe jetzt doch tatsächlich sogar alles gegessen bekommen. Das Problem ist nur, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie ich jetzt bitte noch Raclette vertilgen soll nachher. Deswegen verschiebe ich das Raclette definitiv auf nachher. Wie spät haben wir es denn? Jetzt ist 10 nach 8. Und naja, dann mache ich mir Raclette frühestens um 10, dann kann ich die ganze Nacht durchfressen, dann wird mir auch nicht kalt. Ist auch nicht verkehrt. So, und jetzt trinken wir noch ein Schlückchen aus unserer mitgebrachten Thermoskanne. Und damit ich meiner Rolle als selbsternannter Moralapostel gerecht werde, kann ich ja dann noch mal kurz darauf hinweisen, wenn ich hier schon die ganze Zeit am alkoholischen Getränke konsumieren bin, dass Alkohol böse ist. Ne? Weil Alkohol ist so... Was bewegt sich denn da komisches im Bild? Das Rauch? Nee, das ist einfach nur irgendeine seltsame Reflexion. Na egal. Weil Alkohol ist nämlich ein Zellgift. Und ungesund. Jetzt gibt es dann so lustige Studien, die sagen, dass ein Glas Rotwein am Tag eine lebensverlängernde Wirkung hat. Stimmt. In einem Glas Rotwein pro Tag. Es ist dann eine bestimmte Menge von irgendeinem Zeug drin, was eine lebensverlängernde Wirkung hat und
einen Haufen Zellgift. Heißt, bringt einen der Alkohol nicht frühzeitig um, dann hat ein Glas Rotwein täglich eine lebensverlängernde Wirkung. Mhm. Ist also Schwachsinn auf gut Deutsch. Ne? Wein ist auf keinen Fall gesund, egal was für ein toller Rotwein das ist, weil Alkohol generell böse, keine gute Idee, sollte man, wenn überhaupt, dann nur in ganz geringen Mengen konsumieren und mit einem gesellschaftlich anerkannten Anlass, so wie allein im Wald, ohne Freunde, die man nicht hat. An Silvester. Da kann man schon mal trinken, um seinen Kummer entsprechend zu bekämpfen. Nö, ich habe eigentlich immer wenig getrunken. Es gibt auch, also Bier habe ich ja nie angefangen. Deswegen hatte ich auch biertechnisch nie irgendwelche größeren Besäufnisse. Von Wein sich so sehr zu besaufen, dass man irgendwie unterm Tisch liegt, das habe ich auch noch nicht geschafft. Weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist einfach zu sehr Genussmittel. Da trinkt man ein, zwei Gläser und dann ist gut. Und wenn man feststellt, dass es lustig wird, dann sollte man halt ein bisschen kürzer treten. Also bei mir war das eigentlich immer relativ eindeutig. Ich muss allerdings auch mal gestehen, zuletzt richtig besoffen. Und das erst einzige Mal, wo ich wirklich so richtig, richtig einen Absturz hatte. Das war auf dem Förster-Sommerfest, also Studium. Ne? Die Forststudenten nennen sich die Förster. Auch wenn es natürlich keine Förster sind und auch nicht alle Förster werden. Aber da war es nämlich folgendermaßen, jetzt bin ich auch einigermaßen gut zu sehen. Ja, also beim Förster Sommerfest hat sich Folgendes zugetragen. Das Jahr davor gab es nur recht wenig Helfer. Das heißt, die Leute mit Verantwortung, die sie zugegebenerweise freiwillig übernommen haben und keiner hat sie dazu gezwungen, mussten quasi alles selber machen und kleine Helferlein für irgendwelche Helfertätigkeiten wie Abspülen, Bier ausschenken und so weiter und so fort. Haben halt ein bisschen gefehlt und deswegen war das ein sehr anstrengendes Jahr für die Hauptverantwortlichen. Inklusive mir. So. Und das hat dazu geführt, dass wir im Jahr darauf beschlossen haben, jetzt geben wir uns mal die Kante, weil man ist ja Student und das muss man ja dann mal gemacht haben. So. Und dann hat um 18.30 Uhr oder was, hat die Cocktailbar aufgemacht. Ja, also. Oder auch schon erst um 18 Uhr, ich weiß es nicht. Na gut, es könnte auch 19 Uhr gewesen sein. Und eine Stunde später war dann die eine im Krankenhaus. Ich wurde aufs von mir ein paar Wochen vorher gekaufte, für die studentische Vertretung gekaufte, Sofa im entsprechenden Raum verfrachtet. Und habe unterwegs wohl noch einen Haufen Leute nicht erkannt, die ich hätte erkennen sollen. Und habe Leute erkannt, denen es lieber gewesen wäre, nicht erkannt zu werden. Und habe noch die Bardame angequatscht mit, oh, du hast aber schöne Augen. Alle vier. Mhm. Zu meiner Verteidigung, ich hatte recht. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. So. Und das endete dann auch mit dem Umkehren des Magens beziehungsweise dem Rufen nach dem Urich. Und seitdem habe ich beschlossen, ach nö, Alkohol, so lustig ist das ja gar nicht. Und das war, das ist schon eine ganze Weile her, sagen wir es mal so. Und eigentlich habe ich seitdem jetzt kaum noch. Also wenn ich viel Mehl trinke, dann kommt es an Silvester dann gelegentlich mal vor, dass ich dann der Meinung bin, mein Langboot suchen zu gehen. Das ist aber wirklich nur ein Gag und heißt jetzt nicht, dass ich jetzt wirklich paladenlos durchs Dorf renne, um tatsächlich nach meinem langen Boot zu suchen, sondern das mache ich einfach nur, um die Leute ein bisschen zu provozieren, die sonst noch so anwesend sind. Ich habe ja tatsächlich wikingerische Wurzeln, vermutlich, weil wir Tüxens, wir stammen ja irgendwie aus dem Norden, ne, Skandinavien, Dänemark, und Dänemark war ja so die Hochburg der Wikinger und deswegen habe ich offensichtlich wikingerische Wurzeln. Wenn ich dann entsprechend Met trinke, dann kommen die mehr zum Vorschein als sonst. Und ich laber auch mehr Zeug als sonst. Das per se, finde ich, ist aber nicht unbedingt etwas, was besonders positiv wäre. Deswegen möchte ich nochmal betonen, dass Alkohol grundsätzlich eigentlich blöde Idee, ne? Und ja, lecker kann er ja mal sein mitunter. Kommt drauf an, was für welcher. Aber man sollte da schon ein bisschen mit Obacht an die Sache rangehend. Tatsächlich ist es ja grundsätzlich so, dass teilweise so manch andere Droge, die dann verboten ist,
sogar bis zu einem gewissen Grad gesünder wäre eigentlich als Alkohol, weil es sich zum Beispiel bei irgendwelchen halluzinogenen Substanzen meistens wenigstens um ein dem Körper nicht fremdes biologisches Produkt handelt, ne? Also ein Biomolekül, das eine Funktion einnimmt. Alkohol hingegen, das ist einfach nur ein Zellgift, sofern der überhaupt in Lebewesen produziert wird, und das wird er, dann als Abbauprodukt. Wenn die nämlich versuchen, eben durch die Herstellung von Alkohol Energie zu gewinnen, um damit dann überhaupt ihren Stoffwechsel voranzutreiben zu können und leben zu können. Das ist also quasi der Grund, weshalb Alkohol überhaupt gebildet wird. Den können sie danach absolut nicht gebrauchen. Der wird dann sofort ausgeschieden. Und man versucht ihn also so schnell wie möglich loszuwerden und dem auch zu entkommen, falls er in besonders großen Mengen vorliegt. Ne? Also, nur dass ihr jetzt mir niemand unterstellt, ich würde hier saufen und dann auch noch alleine propagieren. Außerdem ist Metis nicht gerade besonders stark. Die meisten Metis. Und was ich davon jetzt insgesamt im Laufe des Abends getrunken habe, waren vielleicht 70 Milliliter. Und da kommen vielleicht nochmal 100 dazu. Jetzt trinke ich aber noch so ein kleines bisschen was und dann später nochmal vom Schlafen gehen. Und dann ist auch gut. Also ich will den schon gerne austrinken. Ich habe so ungefähr 400 Milliliter. Ich bin eh nicht trinkfest. Ich laufe dann noch röter an als sonst und bin auch wirklich schnell betrunken. Also geht rucki zucki. Aber lecker. Scheiße, es wird langsam zu stürmisch. Das ist ein ausgewachsenes Windchen, was hier gerade aufzieht. So, und der da, der liegt da jetzt seit, ja, so 15 Minuten oder was. Seitdem bin ich am Zusammenpacken und mach lieber, dass ich hier wegkomme. Also wenn die Bäume um einen rum anfangen zusammenzukrachen, dann ist der Punkt gekommen, wo man dann doch lieber wirklich abbricht. Ja, das wird tendenziell schlimmer. Also gerade hat das Ding wirklich ganz beachtlich gewackelt. Jetzt ist ja auch nicht schlecht, aber gerade war es echt krass. So, und damit war es das dann auch. Ich habe das Problem dann so gelöst, dass ich umgezogen bin. Also ich habe halt alles zusammengepackt, auch alles in den Rucksack gepackt. Da blieb mir ja nichts anderes übrig. Und bin zurück zum letzten Zeltplatz, den ich vor dem, den ich genommen hatte, gefunden habe. Und habe es mir da gemütlich gemacht, weil da war überhaupt nicht dramatisch, weil der auf der wetterabgewandten Seite vom Berg gelegen ist. Das Problem war halt, dass ich mit dem Platz, den ich mir da ausgeguckt hatte, auf der Wetterseite war. Grundsätzlich die Seite mit der schöneren Aussicht, aber halt eben auch die etwas exponiertere. Und ich hatte nicht erwartet, dass es dann doch mit dem Wind noch so heftig wird. Naja, gut, da muss man dann halt eben die Konsequenzen ziehen und dann halt nochmal einen Lagerumbau betreiben, was ein bisschen nervtötend gewesen ist. Ich habe es aber trotzdem noch rechtzeitig bis 12 auf den Gipfel geschafft, auch wenn dieses unglaublich schlechte Foto so auf halber Strecke quasi entstanden ist. Ja, und damit wünsche ich ein frohes neues Jahr, schönes 2018 und bis zum nächsten Mal.